Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Weiter geht's jetzt mit Crusaders of the Lost Idols und auch dort gibt es einige Neuigkeiten. Meine Challenge ist abgelaufen, das heißt, ich muss jetzt noch meine Challenge Tokens einsammeln und er zwingt mich jetzt gleich in den Reset. Also 105 Tokens habe ich zumindest wieder geschafft beim Durchlaufen. Kommen Idle Reward von 370.000. Das klingt erstmal viel, das hat sich auch etwas gesteigert als bisher. Aber ich zeige euch gleich mit den Tier 5 Eigenschaften hat sich das auch nochmal deutlich relativiert. Okay, also machen wir erstmal den Reset und steigen dann in den nächsten Grind ein, weil ich denke, es gibt noch keine neue Mission oder noch kein neues Event, wo schon wieder der nächste Crusader zu holen ist. Also her mit den 105. Und dann kann ich mir gleich noch das erste oder das nächste Gold-Token kaufen, was jetzt wieder im Shop ist. Also die Event-Free-to-Plays haben jetzt eben auch schon den Bonus gehabt, weswegen ich dann dort auch mehrfach gegrindet habe, um Idle zu sammeln. Zusätzlich habe ich hier nochmal einen Bonus, eben weitere Idles. Das hier habe ich jetzt noch nicht aktiviert, weil ich bisher noch nicht an die Grenze von diesen 300.000, von Exponent 300 gestoßen bin. Deswegen habe ich mir hier noch nicht die Mühe gemacht. Vor allen Dingen, ich brauche ja auch eine ziemlich hohe Zone, die ich erreichen muss. 1300 Areas muss ich abschließen, um letztlich diesen Bonus freizuschalten. Das sind eben die Tier 3 Stufen, zumindest für die ersten drei. Die anderen haben das noch nicht bekommen. Und wie ihr gerade gelesen habt, Ready Player 2 hat jetzt die Stufe 4 freigeschaltet bekommen. Weil ansonsten die Tier 3 hatte ich hier insoweit alle abgeschlossen. Auch hier für die vorderen sind Stufe Tier 4 alle fertig gewesen. Das heißt, bei Mischief hatte ich noch vier Vierer Tiers offen und jetzt sind halt wieder neue dazugekommen. Weil hier bin ich im Moment noch ganz schön am Sammeln, damit ich meine Crusader Level eben hochbekomme, um hier die 950 entspannt zu erreichen und nicht dann am Ende sehr viel ja, Boni-Items oder irgendwelche anderen Mechanismen nutzen zu müssen, um dort die letzten Zonen dann noch zu schaffen. Vor allem, weil es ja da auch entsprechende Einschränkungen gibt. Also gucken wir mal den Changelog rein, was sonst noch so gemacht wurde. Genau, also eben die Tier 4 Objectives für Ready Player 2. Okay, das Weekend Buff ist schon gestartet. Ah ja, das Adrenalin-Talent, das zeige ich euch auch gleich, weil das ist auch eins von den neuen Talenten, eben von den Tier 5 Talenten, die dort freigeschaltet wurden. Und ja, jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen klicken, damit ich meine ersten Crusader losschicken kann und die hier mal ein bisschen in Gang kommen. Achso, was habe ich mir jetzt gestartet? Oh no, was habe ich jetzt für ein Objective gestartet? Fantastic Beast. Ah ja, klar. Jetzt habe ich natürlich nicht das Free-to-Play, sondern ich habe jetzt ein Mitschief-Event gestartet. Naja, mal gucken, ob es ausreicht, ob ich dafür jetzt bereit genug bin. Ansonsten muss ich das ein bisschen durchlaufen lassen und dann schauen, dass ich das relativ schnell wieder beende. Naja, genau, die müssen gefarmt werden, weil die können, glaube ich, nicht gekillt werden. Genau, bevor ich die Mission vervollständige, zeige ich euch hier noch das Mission Adrenalin. Okay, im Moment habe ich keinen Bonus aktiv, weil ich keine Missionen jetzt abgeschlossen habe. Wenn ich jetzt 11 Missionen abschließen kann, kann ich hier 11 mal 10% als Bonus aktivieren. Und so, mal gucken bei den Achievements. Dürfte aber jetzt nichts Neues dazugekommen sein. Hier ist immer noch das Grinding der 100.000 Missionen, was eben noch eine ganze Weile dauern wird. Ansonsten sollten alle soweit abgeschlossen sein. Auch die Eventsachen sind alle vervollständigt. Wie gesagt, beim Challenge-Shop, also ihr seht hier jetzt, normal komme ich überall, wenn ich es denn spiele, bis über die 100. Ja, letzte Woche habe ich da versehentlich das Ding zu früh resettet, da habe ich leider dann nur 10 Token abgesahnt, aber prinzipiell komme ich da ganz gut auf die 100 und kann somit in 3 Wochen, beziehungsweise in 4 Wochen so ein Ding freispielen. Das Teil hier steht jetzt für 3 Wochen oder vielmehr für 2 Wochen drin. Es scheint sich jetzt nicht immer direkt anzuschließen, dass es ein neues Goldenes gibt. Von daher ist immer genug Zeit, auf jeden Fall für dieses Goldene genug Sachen zusammenzusparen. Es ist im Moment zwar so, dass ich sie jetzt auch nicht aktiv in der Formation drin habe, aber sie ist zumindest noch ein Crusader, der doch wahrscheinlicher mal genutzt wird. Deswegen werde ich mir das jetzt wieder schnappen
und dafür 360 von den Challenge Tokens ausgeben. Nach den ersten vier Stufen, die ich noch nicht alle ausgebaut habe, sondern im Gegenteil hier jetzt dabei war, hier noch das Superhero-Training zu machen, um eben die Maximallevel der Crusader hochzubekommen. Was aber jetzt aktuell nicht so sinnvoll ist, hier weiterzumachen, auch wenn ich jetzt aktuell schon wieder 1,2 Millionen Idols zur Verfügung habe, um die Talente zu boosten. Weil hier seht ihr, dass hier ist nochmal so ein eben 80 mal 25 Stufen zum Anheben und die sind jetzt im Moment deutlich günstiger mit 168.000. Zusätzlich gibt es hier noch ein Bonustraining. So wie ich das verstanden habe, ist das sozusagen der umgekehrte Fall. Das heißt, die im letzten Slot werden am wenigsten gebufft. Wie sich das genau auswirkt, kann ich noch nicht hundertprozentig sagen. Also ob es dann von dem ersten anfängt und dann immer weitergeht oder ob zuerst alle 25 Level angehoben werden und dann eben immer jeweils einer weniger. Weil im Moment ist es ja so, im Vergleich, wenn ich den ersten Crusader hier hochlevele, dann ist der schon auf Maximallevel, während die hinteren eigentlich noch eine ganze Weile brauchen, bis die ebenfalls auf dem Maximallevel ankommen. Und deswegen sind die höheren Crusader dann mit dem gleichen Level deutlich stärker. Und dieses letzte Talent soll jetzt dafür sorgen, dass eben das Maximallevel, also mal angenommen, hier wäre das Maximallevel 1000 für den ersten, dann würde das ja auf alle gelten. Das heißt, alle können nur bis maximal 1000, bis auf dann einen Buff, einen Crusader hat einen Buff, der erhebt ihn nochmal ein bisschen. Aber mit diesem letzten Talent ist es dann so, mit einer Stufe höher würden alle 1025 bekommen. Dann mit noch einer Stufe höher würde der letzte bei 1025 bleiben und alle davor wahrscheinlich auf 1050 und so geht das dann weiter. Das heißt, dann bei der nächsten Anhörung die vier noch auf 1075, danach die drei auf 1100, die zwei auf 1025 und dann der letzte, also wenn dann eben Stufe 27 hier gekauft wird, dass dann nur noch der im ersten Slot letztlich nochmal 25 Level dazu bekommt. Also deswegen mal sehen, wie sehr sich das tatsächlich lohnt und das werde ich dann testen. Mal sehen, vielleicht testen wir es jetzt gleich noch, wobei ich sehe das Maximallevel der Crusader dann nicht. Deswegen kann ich dann trotzdem noch nicht beurteilen, ob jetzt der letzte, also ob alle tatsächlich das bekommen oder ob das dann von vorne anfängt und dann erst nach und nach alle Crusader erfasst. Ich hoffe mal, dass es rückwärts geht und nicht vorwärts, aber mal schauen. Das werde ich euch wahrscheinlich erst beim nächsten Mal genauer erzählen können. Und da werde ich jetzt im Wechsel dann hier noch die Idle-Boni aktivieren. Hier eben deswegen die hohen mit 375, also über 300.000, weil ich hier jetzt eben schon 250% Bonus nochmals habe. Die Menge an Idles, also ich glaube beim letzten, als die Tier 4 gekommen sind, waren es irgendwie so auf die 60 Millionen. Also man hätte 60 Millionen Idles benötigt, um letztlich hier diesen gesamten Block auf Maximum zu trimmen. Wie ihr seht, habe ich hier noch keine 60 Millionen Idles gefarmt, sonst wäre das ja schon gewesen. Mal gucken, wie viele Idles habe ich jetzt aktuell. 15 Millionen sind der aktuelle Stand. Also der Bedarf ist jetzt auf nicht mehr 60 Millionen, sondern liegt jetzt bei 70 Milliarden Idles. Das heißt, ihr könnt euch so Pi mal Daumen ausrechnen, auch mit den ganzen Boni und mit den ganzen Ergänzungen, wie lange es dauern wird, bis da irgendwo diese 70 Milliarden dann zusammengefarmt worden sind. Selbst wenn ich relativ schnell auf die 500.000 meinetwegen komme. Das heißt, mal angenommen, ich würde im Schnitt ein Reset pro Tag machen, weil ich brauche natürlich auch ein bisschen Zeit, um diesen Zeitbonus hier sinnvoll wirken zu lassen, weil ich denke mal, es lohnt sich nicht ganz schnell zu resetten, um dann deutlich mehr Idle zu bekommen und diese 2-Stunden-Boni dann wegfallen zu lassen. Also gehen wir mal davon aus, ein Reset pro Tag macht 365 im Schnitt. Das heißt, wenn ich tatsächlich nur 500.000 Idles pro Reset schaffen sollte, bin ich bei 383 Jahren, bis ich die alle zusammen habe. Also mal sehen, wie weit sich das noch beschleunigen lässt, also wie viel ich tatsächlich dann mit einem Durchlauf erreiche. Vielleicht bin ich ja dann bei 1 Million, dann würde sich das Ganze zumindest schon mal um 190 Jahre verkürzen. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine Zeitspanne für ein Free-to-Play-Spiel, was sozusagen angemessen ist, weil Free-to-Play-Spiele ja ohnehin für die Ewigkeit gedacht sind.
Ich frage mich nur, wie viele Crusader man dann nach 190 Jahren zusammen hat, die man hier dann und was man mit denen überhaupt anstellt. Apropos anstellen, gehen wir mal noch die neuen Talente durch. Also wie gesagt, hier ist eins dieses Mission Adrenalin, da habe ich das erste Level aktiviert. Und jedes Mal, wenn ihr eine Mission abschließt, bekommt ihr diesen Bonus und der hält dann 8 Stunden. Und der ist halt additiv, das heißt, wenn ihr 10 oder eben, was bei mir jetzt ansteht, 11, dann habe ich halt 110% Bonus auf die DPS, der für 8 Stunden aktiviert ist. Und mit jeder Stunde, der Countdown wird nicht resettet, sondern eine Mission läuft nach 8 Stunden aus und fällt dann wieder weg. Das heißt, auch wenn ihr dann immer neue Missionen abschließt, laufen die halt einfach immer wieder aus dann. So, dann das andere hier, die Buffs, dass die nochmal zusätzliche Boni oder beziehungsweise nochmal einen Bonus bringen, solange das läuft. Das wäre auch wieder ein Grund, warum es sich nicht lohnt, dann sehr, sehr schnell zu resetten, sondern sich zu überlegen, okay, ich aktiviere jetzt mal 5 Buffs oder so weiter und baue mir damit nach und nach noch einen Bonus auf, um ein bestimmtes Maximum anzuheben. Also gerade wenn man am Ende so einen Push macht und ja meinetwegen 5 oder 10 von solchen Common oder Uncommon Buffs dann irgendwie verwendet, dass man dort einen vernünftigen Bonus bekommt. Das wäre auch nochmal interessant, weil ich kann jetzt auch noch nicht einschätzen, okay, aber ich denke mal, das ist die Bonus dann nur auf diesen bezogen, dass der sich um eben 1% steigert. Dann hier, dass die Klicks eben auf alle Enemies gleichzeitig wirken. Also auch nochmal eine Verbesserung des Klicks, aber da ich eh Idle spiele, ist das jetzt für mich aktuell nicht so relevant. Aber für so einen Boost oder Push am Ende könnte das dann auch nochmal später interessant werden. Und hier ist eben jetzt auch eins für alle die Crusader, die halt nicht in der Formation sein können, weil die Formationszahlen sind ja doch recht begrenzt. Ich glaube, irgendwo zwischen 10 und 14, 15 ist, glaube ich, das Maximum an Formationsvarianten, wo man maximal eben so viele Crusader unterbringt. Und die anderen sind dann halt alle recht nutzlos. Hier gibt es jetzt den ersten Effekt dafür. Das heißt, die Crusader, die man nicht einsetzen kann, kriegen trotzdem einen DPS-Bonus. Hier nochmal, dass die XP-Punkte einen zusätzlichen Bonus bekommen. Der ist mit Level 45 auch noch etliche Boni, die man da aktivieren kann. Aber das Ding ist halt auch wieder schweineteuer. Mit 500.000 Idols geht es halt schon mal ziemlich horrend los. Und hier ist noch ein ewig langes Talent, das eben mit 500 Leveln dann auch ziemlich lange dauern wird, bis das irgendwann aufgemaxt ist. Nicht nur, weil man die Unmengen Idols braucht, weil es sehr, sehr viele Level hat, ist trotz der geringen Kosten, die es jetzt am Anfang hat, mit 31.000 nur noch oder aktuell für Level 11, ist es trotzdem dann immens teuer, bis man das auf Level 500 gebracht hat. Und ansonsten hier jetzt meine beiden Favoriten. Also erstmal natürlich wieder der Idle-Bonus, klar. Erstmal die Idols hochpushen, um dort mehr abzusahnen. Da muss ich dann mal schauen, wann es sinnvoll ist, hier noch den Bonus zu aktivieren. Wobei das jetzt zum Glück ja auch nur noch 6 Level sind, aber es dauert schon noch einiges, bis die dann zusammenkommen. Deswegen erstmal hier drauf konzentriert und natürlich parallel dann eben schon mal das Maximallevel anheben. Im Moment eben erstmal hier dran, bis die Kosten sich mit dem da angleichen. Das heißt, bis ich hier bei 500.000 bin, dann lohnt es sicherlich auch hier wieder parallel reinzugehen und dann eben so dieses Ding hier mit zu aktivieren. Zumindest so lange, wie meine Königin davon betroffen ist. Mal gucken, was habe ich denn hier jetzt für eine Combo drin? Also auf jeden Fall noch nicht meine Standard-Combo. So, weil hier kommt jetzt erstmal wieder Draco rein. Den stelle ich auf den Standard-Crusader um. Genau, der Präsident ist auf jeden Fall wichtig. Buba passt soweit. Dann hier nehme ich nochmal, wenn ich ihn dann nutze, den Drachen. Der Vogel kommt nicht unbedingt zum Einsatz, je nachdem, wie groß die Formation ist und ob es sinnvoll ist, dann am Ende, um den letzten Push zu machen, dort die erste Reihe zu schützen. Hier kommt normalerweise keiner davon rein. Dafür kommt hier natürlich Lerion, das passt schon. Ach Quatsch, natürlich, Sinji kommt rein. Das ist ja der, der ausgewählt war. So, hier ist je nachdem, aber in der Regel ist die Prinzess, wenn Platz genug ist, da. Ansonsten bleibt hier der Feuerphönix, der wird nicht genutzt. Hier ist der Wechsel zwischen Queen Ciri, wenn genug Platz ist, als Goldbonus. Ansonsten eben als Damage-Bonus King Reginald, auf jeden Fall zum Ende hin. Und natürlich Talia. Der wird auf jeden Fall benötigt.
Ja, okay, ist schon drin. Aber er ist natürlich noch nicht weit genug freigeschaltet, dass er hier seinen Damage-Bonus aktivieren lässt oder seinen Damage- und Gold-Bonus sich aktivieren lässt. So, hier kommt Mercy rein, der kommt auch nur im Ausnahmefall dazu, genauso wie Nate. So, hier machen wir einfach nur den ersten. Und sobald der freigeschaltet ist, komme ich zumindest zu meiner Queen. Achso, genau. Machen wir jetzt erstmal hier das Vervollständigen um den Adrenalin-Buff. Also ihr seht, inzwischen alles ausgelaufen, eben auf 0%. Und ich habe jetzt zumindest 11 Missionen, die ich hier wieder abschließen kann. Und dann kann ich euch gleich noch erzählen, warum meine Crusader nämlich jetzt nicht mehr im Club 400, sondern im Club 600 erwartet werden. Weil es gibt nämlich, ich nehme an, das bezieht sich nur auf Gear-Missionen, die Tier 3, also die aus Crusader, die aus dem dritten Jahr bekommen wurden. Das heißt, wenn die eine Tier-Mission, eine Mission bekommen, wo ein Item-Gegenstand, ein ausgerüsteter Gegenstand aufgelevelt werden soll, braucht es nämlich nicht nur 400, sondern es braucht inzwischen 600 Erfahrungspunkte. Und deswegen seht ihr jetzt hier eine ganze Reihe an Crusadern, die ich eigentlich normalerweise auf dem Spielfeld lasse. Also das hier ist einer von den neuen, aber die anderen sind normalerweise im Einsatz. Aber sie müssen jetzt eben noch bis zum Club 600 aufsteigen, weil 400, wie gesagt, bei manchen Tiermissionen zu wenig gewesen ist inzwischen und dort mehr verlangt wird. So, jetzt habe ich hier noch keine weiteren EP-Missionen. Jetzt muss ich dann hier hinten hinscrollen, um entsprechend die Crusader auszuwählen, die zum einen keine EP-Missionen mehr machen und auch normalerweise jetzt nicht zum Einsatz kommen. Normalerweise sollten ja jetzt die ganzen da sein. Also Präsident Missionen ist vor allen Dingen deswegen wichtig, weil er halt ermöglicht, dass die Level schneller abgeschlossen werden können. Genauso wie Xinji ja dafür auch entsprechende Boni hat. Also dann kann ich sie mal hier vorne hinsetzen, damit sie die beiden Sachen aktiviert. Okay, jetzt ist das erste Rhinoceros-Vieh irgendwie da. Das Unverwundbare. Aber ihr seht, es ging jetzt schon recht zügig, weil die Boni sind jetzt schon aktiviert. Und ja, im Moment sind es jetzt schon 4 pro Drop und das sollte sich dann gleich noch beschleunigen. Entsprechend schnell sind dann halt die einzelnen Stufen abschließbar. So, dich brauche ich jetzt noch als Goldbonus, weil du hast keinen Goldbonus da oben. So, dich setze ich in die Reihe, weil dort hast du 3 Crusader momentan. So, der hat Goldbonus, der hat keinen Goldbonus, noch, also zumindest nicht permanent. Aber hier, der Bonus ist natürlich wichtig, dass er die 400% Gold-Multiplier hat. Und dann kann ich ihn jetzt austauschen durch noch einen Crusader, der auch erstmal einen Goldbonus liefert, damit die eben, ja genau, hier wie Bubas, das ist eine, also Buba, der ist natürlich jetzt wichtiger, dass der nach vorne kommt. Mal gucken, wie weit sich das hier dann auswirkt, weil ich natürlich für sie möglichst einen Platz brauche, wo sie nur alle beiden, also nur die beiden, die gebufft werden sollen, aktivieren kann. Ich denke, da ist es noch sinnvoll, dann auf die Queen Ciri trotz ihrem Goldfound hier eben auf Grayskull umzustellen, weil Grayskull hat deutlich mehr Goldboni. Also ist auf jeden Fall das Vierfache. Und ja, ihr seht, also es springt dann relativ schnell um, weil es dann wieder noch Bezug hat auf entweder Viecher, die halt auf dem Bildschirm da sind oder noch irgendwelche anderen Sachen. Jetzt ist natürlich wieder das Problem, jetzt muss ich trotzdem einen eigentlich rausnehmen, damit ich nämlich die Shadow Queen schon von Anfang an drin habe, damit sie XP sammeln kann, um eben den Maximalbonus zu erreichen, um am Ende den, ja, damit, weil sie ist im Moment mein Damage Maker. Und da sie mit einer der letzten hinten ist, kriegt sie auch sozusagen die höchsten Vierfachmultiplikatoren und ist auch am Damage am weitesten vorne. Ich habe zumindest bisher jetzt keinen anderen Crusader gehabt, der hier weiter hinten deutlich mehr Damage zur Verfügung stellen würde als sie. Und deswegen brauche ich natürlich die XP-Punkte und das möglichst von Anfang an. Jetzt ist natürlich die Frage, wen ist am sinnvollsten. Ah, natürlich, da kann ich sie rausnehmen. Und kann es dann vor allen Dingen auch gleich so umteilen, dass wenn sie den Bonus bekommt durch Jason, Master of Shadows, dass sie dann natürlich der Bonus nur auf sie selbst wirkt und sich nicht noch auf andere aufteilt. Und ich denke, so kann ich die Formation erstmal laufen lassen. Also ihr seht, wir haben 11 Missionen abgeschlossen, 110% DPS-Bonus ist jetzt aktiv.
Und jetzt tauchen noch schon mal die neuen Missionen auf. Und nachdem ich die jetzt soweit aktiviert habe, muss ich dann da auch nicht hin und her scrollen. Also starten wir jetzt die nächsten Missionen. Sie ist hier normalerweise nicht mit in den Formationen drin. Außer es gibt irgendwelche speziellen Einschränkungen, weswegen es wichtig ist, die dann reinzunehmen. So, sie kann ich auch, weil sie ist schon im Club 600 drin. 604 hat sie bereits. Auch der neue Crusader ist bereits soweit. Dann schauen wir mal, dass wir die Mission noch komplett bekommen, also auf 100%, damit ich das epische Recipient auf jeden Fall bekomme. Aber es sollte hier kein Problem sein, weil da gibt es genug Slots, um das bequem auszufüllen. So, ich hoffe, ich habe hier genau den Ork mit der Heilung, die weibliche. Dann geht es nämlich auch sehr bequem auf. Und ich kann hier den Panda noch mitschicken und habe sogar einen Slot sozusagen frei zur Verfügung, um die Missionssachen dort abzuschließen. So, und jetzt geht es halt darum, hier, gut, da ich sie jetzt für sie keinen Platz habe, kann ich sie auf jeden Fall gut mitschicken. Und habe jetzt auch noch eine Königin mit einem Support-Buff, sodass die dann die 40 Minuten bekommt. Aber jetzt sollten eh weitere losgehen, die ich dann aus denen hier bedienen kann. So, im Schnitt ist es ja mindestens eine Stunde, also es sind ein paar blaue Missionen oder sogar noch stärkere, das eine Stunde pro EP-Point Missionszeit. Das heißt, es dauert halt eine ganze Weile, bis wirklich da 600 EP-Punkte auf einem vereinigt sind. Okay, und hier kann ich jetzt den letzten, der EP-Punkte braucht, zumindest noch mitschicken. Mit 15 Minuten geht es auch relativ flott dann, bis der wieder da ist. Und die anderen werde ich jetzt so dann ganz normal auf die verteilen, die halt mit den niedrigsten EP-Punkten nach vorne kommen. Aber jetzt sind wir auch schon soweit durch. Das heißt, es tauchen jetzt keine weiteren Missionen. Doch, da kommt noch eine Schatzkiste. Die kurzzeitigen Missionen, die relativ schnell kommen, das war es dann jetzt schon. Und mal schauen, also wie viele Missionen sind jetzt... 15 Missionen sind jetzt aktiv. Einige davon dauern natürlich länger als 8 Stunden. Aber das sind nur 2 Missionen. Das heißt, die anderen laufen innerhalb der 8 Stunden aus. Das heißt, ich bekomme auf jeden Fall weitere 13 Missionen dazu, sogar relativ schnell und relativ früh schon. Das heißt, ich kann diesen Bonus also noch weiter ausbauen und bekomme das Mission Adrenalin noch dazu. Als nächstes geht es jetzt eben noch darum, die Talente anzuheben, also beziehungsweise die verfügbaren Idols entsprechend auszugeben. Da muss ich mir parallel in meinem Asset-Sheet dann, weil ich pflege das dann immer mit, um noch so zu sehen, okay, ich brauche eben noch 70 Milliarden Idols dazu. Pflege ich das immer gleich mit, um zu sehen, wo stehe ich jetzt aktuell bei den Effekten und wie hoch sind dann die einzelnen Kosten. Also das erste geht jetzt auf jeden Fall wieder in den Buff für den Idle-Bonus. Je früher die Boni hochgeschoben sind, desto mehr kann ich natürlich pro Reset und pro Durchlauf dann tatsächlich auch bekommen. So, das heißt, dann verbleiben 950.594. Passt das? Jawohl. Gut, dann werde ich keine Levelanhebungen machen können, sondern dann wird es bloß bei 3 Stufen eben für dieses Talent, für die Idle Champions werden. Das heißt, 75% sind dann dazugekommen. Es ist nicht um 75% gestiegen, weil natürlich der Bonus nur additiv jetzt jeweils um 25% gestiegen ist. Das heißt, netto ist der Anstieg nicht ganz so hoch. Aber ich denke, es hilft auf jeden Fall, um das weiter zu pushen. 602.343 sind dann das, was ich als nächstes benötigen werde. Das wird dann sicherlich einige, naja, wahrscheinlich einfach 2 Durchläufe benötigen, je nachdem wie lange ich die halt dann laufen lasse und eben warte, dass diese 2-Stunden-Boni weitergreifen, weil die laufen ja letztlich auch endlos letztlich und alle 2 Stunden kommt eben 35% von diesem Basiswert dann dazu. Was zumindest ein sehr schöner Effekt ist, wenn man halt mal keine Zeit hat, das 1-2 Tage zu spielen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass dadurch halt trotzdem weiterer Bonus zustande kommt und das dann doch sehr hilfreich ist. Einfach um dann trotzdem mit Idols belohnt zu werden, auch wenn man nicht aktiv spielen konnte. So, das heißt, hier ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier kann ich noch einen kleinen Zusatzsteigerung für die DPS machen, die dann vielleicht auch wieder ausreichend weiterhilft. Das ist dann von 62,89 auf 71%. Also der Faktor ist hier, dass es letztlich immer um 5% ansteigen soll. Vielleicht werden die 5% angehoben, wenn ich 1,05% mache mit einem Exponential von 11.
Dann wäre ich bei 1,71. Ah ja, okay, das ist der Wert. Es ist tatsächlich eine Multiplikation von den 5%. Und es ist nicht die Anhebung um 5%, sondern tatsächlich die 5% werden 11-mal dann mit sich selbst multipliziert. Also 11-mal die Steigerung von 5%. Also dadurch, dass das multiplikativ weitergeht, hoffe ich, dass der Bonus natürlich in den höheren Leveln umso stärker ausfällt und sich deswegen das einfach unglaublich lohnt, hier zumindest noch einen Bonus zu haben, auch wenn es im Moment noch relativ klein aussieht. Und das nächste ist 31,762. Der hat zum Glück einen relativ langsamen Anstieg. Das heißt, auch da sollte es möglich sein, noch viele Level relativ zügig auszubauen. Die bleiben erstmal außen vor, weil die werde ich dann mal bei Gelegenheit aufpushen. Kann ich vor allem mal nachgucken, wie viel die tatsächlich generell noch brauchen. Okay, das erste braucht noch 10 Millionen Idols. Das zweite braucht bis zum Maximallevel, immerhin, das ist ja 40 Level, braucht es noch 18 Millionen Idols. Hier bin ich dann nur bei 9 Millionen. 18 Millionen Idols, in der Benefits 11,5 Millionen und hier bin ich bei 7,2 Millionen. Das werde ich noch tatsächlich relativ bald dann versuchen mit anzuheben, vor allen Dingen, da die ja jetzt schon exorbitant teuer sind, dann lieber hier noch versuchen, die Steigerung mitzunehmen. Weil auch wenn hier die Steigerung jetzt nur um 2,5% ist, wenn ich so einen Durchlauf natürlich 10 Stunden, beziehungsweise in dem Fall eher 20 Stunden laufen lasse, dann habe ich auch 25% Steigerung, weil ich eben 10 mal 2 Stunden komme ich letztlich auf den gleichen Effekt wie hier. Kommt halt darauf an, wie ihr tatsächlich spielt. Wenn ihr vor allen Dingen schnell durchrascht und die 2 Stunden eigentlich nie nutzt, dann mag es vielleicht nicht so sinnvoll sein, das zu nutzen. Aber für mich erscheint es ganz sinnvoll, das halt dann weiter auszubauen und mit dem Zeitverlauf einfach mehr Einnahmen zu generieren. Soweit die Neuerungen bei Crusaders of the Lost Idols. Einmal die neuen Talente und heute dann eben auch neue Tier 4 Missionen, die jetzt hier freigeschaltet wurden. Das heißt, da gibt es dann nochmal ein paar Gelegenheiten, weitere Gemmen zu aktivieren. Apropos, da kann ich jetzt mal hier noch, gerade noch die vom letzten Event, kann ich mal die Kisten noch abschließen. Ihr seht, es ist im Moment immer noch eher, dass sich die Kisten ansammeln. Okay, hier ist wieder nichts dabei gewesen, Unix gibt es ja in der sowieso nicht. Also noch 2 Kisten, wo ich eventuell noch eine Unique-Aufwertung bekommen könnte. Aber auch hier nichts dabei, was noch irgendein Crusader einen Vorteil gebracht hätte. Die laufen weiter auf. Das ist mir dann immer zu aufwendig, die laufen zu lassen, weil es dann selbst die 100 Kisten zu öffnen, ist dann doch irgendwie ziemlich zeitaufwendig und es bringt relativ wenig Vorteile, weil ja das Aufleveln hier, wenn ich da jetzt eine Stufe 5 oder 6 haben wollte, kostet das halt unglaublich viele Materialien. Das heißt, da bräuchte ich noch sehr, sehr viel mehr. Und eben, ja, inzwischen wäre tatsächlich ein 1000er-Button, wo ich das einmal durchlaufen lassen kann und dann einfach 1000 Kisten geöffnet werden, sogar schon hilfreich, weil sich einfach so, so viele ansammeln. Vor allen Dingen, wenn ich ein paar Mal einfach das Idle-Grinden durchgegangen bin. Ansonsten hier lohnt es sich halt, also klar, die Ausrüstungsgegenstände, das ist ja das, was hier alles dann das Material liefert. Dann gibt es halt die ganzen Buff-Karten und das Einzige, genau, die Trinkets sind das Interessante, was noch einen geringen Bonus gibt, aber hier eben im Verhältnis zu diesen ganzen, was schon an Bonus da ist mit den 3000%, mit den 17.000, nee, das sind 1700% und 3600%. Also mehrere 1000% jeweils, die hier vorhanden sind. Da macht sich, ob da jetzt 2 oder 3 Items mehr dabei sind, halt auch nicht mehr sehr bemerkbar. So, ihr habt inzwischen ein paar Mal hin und her getauscht. Das heißt, hier kann ich mal wieder umstellen, dass die in die richtigen Spalten kommen. Aber ansonsten hier einfach nur entspannt laufen lassen. Und ich schaue halt alle paar Stunden dann mal vorbei, wie es meinen Crusadern geht und wie weit sie gekommen sind und stoß dann eventuell mal ein Aufleveln wieder an, damit sie halt möglichst weiterkommen. Ich glaube, bei den Standard, wobei das müsste ja auch hier, genau, also um die, ja genau, 1280 ist jetzt inzwischen das, was ich im Free-to-Play tatsächlich schaffe als Maximallevel momentan. Und durch die Boni
eigentlich so die letzten 100, 200 Level geben erst den richtig großen Bonus für diese, eben für diese extra Drop-Boni, die sich leider nur eben in den Free-to-Play erspielen lassen und jetzt hier in so einer normalen Mission nicht. Mal gucken, aktuell habe ich schon einige Rubis eingesammelt, da es aber eben irgendein, ja, es steht noch nicht fest, wann, aber es soll zumindest irgendwann was geben, wo die Rubis neben dem Shop für eben normale Kisten ausgegeben werden können, dass es auch andere Sachen gibt, wo man die investieren kann. Deswegen warte ich jetzt erstmal noch ab, weil die meisten Crusader oder sehr, sehr viele Crusader haben bereits alle epischen Items und zumindest alle, die für mich relevant sind und sind dann auch sogar schon auf Legendary aufgelevelt. Mal gucken, ob ich hier jetzt noch wieder zurückgesetzt habe. Ah ja, genau. Das heißt, ich kann jetzt noch zwei weitere Items auf episch hochsetzen. Machen wir hier mit dem Bartender weiter und geben ihm jetzt noch zwei Legendaries. Das ist einfach deswegen, weil es gibt natürlich auch hier einen Bonus auf die Anzahl der Legendaries. Die Levelstufen muss ich nicht anheben, weil das ja für die Crusader, die ich nicht einsetze, waren es jetzt 2x1. So, sie kann ich jetzt gleich auf ein episches anheben. Machen wir das auch gleich mal, dann ist sie vervollständigt. Aber es scheint sich jetzt langsamer anzuheben. Mal gucken, ob das jetzt nochmal mit 2 möglich wäre. Weil bisher ist eigentlich das immer sehr viel schneller angestiegen. Ne, also das nächste wäre wieder 3. Das werde ich auf jeden Fall vermeiden, sondern für 1 und 2 von diesen Fusions für den Legendary Catalyst mache ich das normalerweise, um die weiter anzuheben. Und dann eben hier, also ihr seht eine ganze Reihe, die jetzt hier schon dann auf Legendary hochgebracht sind. Bei dem kann ich inzwischen auch, wenn ich eben wieder genug episches Material so habe, 2 weitere auf episch anheben. Sinnvoll ist es vor allen Dingen, wenn dann eben nochmal eine Gear-Mission kommt, die dann ein so ein Item anhebt, das auf jeden Fall noch ein blaues ist, also nicht vor der Gear-Mission eben alles anheben und dann hat man gar keinen Bonus mehr. Ansonsten ist hier bereits alles auf lila, hier ist nochmal ein blauer. Also wenn ich gerade nicht richtig gezählt habe, sind es gerade mal noch 38 Items von, tja, wie viele Crusader habe ich jetzt? Also, da ich 55 Missionen machen kann, dürfte ich ca. 110 Crusader haben, beziehungsweise müsste in den Statistiken hier auftauchen. So, wie viele Crusader habe ich? Du sagst mir nicht, wie viele Crusader ich habe. Gehen wir mal davon aus, es sind etwa 110 Crusader. Das heißt, die haben 330 Gegenstände und davon sind gerade mal noch 40 noch nicht auf epischen oder besserem Gear. Das heißt, weniger als 10% der Items sind noch nicht auf sozusagen der Maximalstufe, die möglich ist. Beziehungsweise dann das Bonus, das dauert halt noch ein bisschen, weil die Legendary Catalysts dann doch recht selten sind. Aber auch da komme ich Stück für Stück voran. Und ich denke, ich komme da auch wieder ein bisschen schneller voran, als es neue Crusader gibt. Vor allen Dingen, da es im Moment mit den Events, die das dritte Jahr laufen, ja immer nur ein Crusader aktuell gibt, sollte das recht gut klappen, dort weiter am Ball zu bleiben. Und ihr seht auch, von den epischen Rezepten ist es deutlich weniger geworden, weil da auch inzwischen es schneller klappt, epische Rezipients einzusammeln, als dass es neue Crusader gibt. Deswegen muss ich das auch nicht über den Shop machen, also hier über den Challenge Shop. Deswegen für mich ist das Einzige, was interessant ist, ist eben das Item, was ich gerade mit euch gekauft habe. Und die anderen Sachen, das wäre sicherlich auch ganz nett, aber 25% Bonus ist jetzt auch nicht so relevant, um dafür 80 von den Challenge Items auszugeben. Dafür sind sie dann doch zu knapp und da warte ich lieber auf die goldenen Sachen, die man sonst nirgendwo anders beziehen kann, weil alles andere kann ich sozusagen auch im Spiel freispielen. Deswegen auch die Recipients lieber über die Mission machen, weil da brauche ich ja eh noch fast 75.000. Also, soweit mit den Neuigkeiten von Crusader of the Lost Idols.